2010 war ich beim Pokalfinale in Athen. Das war dann einfach ein Wochenendtrip für ein Spiel auch wirklich nur, weil ich das unbedingt sehen wollte. Beim Pokalfinale dürfen halt logischerweise normalerweise beide Seiten rein. Ja. Wobei das, glaube ich, mittlerweile auch umstritten ist. Ich glaube, es gibt irgendwie Gesetze, dass die Fans von den beiden großen Thessaloniki-Vereinen gar nicht mehr nach Athen dürfen und umgekehrt die Athener auch nicht nach Thessaloniki. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch gibt mittlerweile. Bin aber auch zu wenig im Thema drin. Ja. Damals war es auf jeden Fall noch okay. Und da haben wir im Olympiastadion in Athen Panathinaikos gegen Aris geguckt im Finale. Und das war halt der Wahnsinn. Es waren 30.000 Leute aus Saloniki da. Wir sind halt morgens schon im Café gesessen und haben die Bilder gesehen von den Autobahnen, wo alles vollgestaut war, nur schwarz-gelbe, absolute Party auf der Autobahn schon. Es waren dann 30.000 Aris-Leute da. Das Ja, krass. war die größte Anzahl von Thessaloniki-Fans, die jemals beim Spiel in Athen war. Also ein absoluter Rekord. Und es war auch eine Bombenstimmung. Ich war mit einem Kollegen da im Hotel und es war noch eine Dreiergruppe da. Und die sind schon unheimlich früh ins Stadion. Die waren irgendwie 4 Stunden vor Anstoß da schon. Und da gab es richtig Krawalle. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Also 4 Stunden vor Anstoß sind da irgendwelche Leute die Kette durchbrochen. Und es ist krank. Also es ist ja oft beim Fußball, dass auch viel Gepose dabei ist. So viele Mitläufer dabei sind, die einfach auf dicke Hose machen. Und da drehen die Leute aber wirklich frei. Also die reißen Latten aus und hauen die sich auch vor den Kopf. Siehst da blutüberströmte Menschen. Also sie spinnen beim Fußball, sie drehen Ja, durch. krass. Und das haben wir gar nicht so mitbekommen, weil wir erst 2 Stunden vorher da waren. Und da war auch schon richtig Atmosphäre. Und es war stimmungsmäßig vom Pyro und von der Stimmung war es eines der geilsten Spiele, die ich in Europa je gesehen habe. Das war Hammer. Also gerade von Aris-Seite auch mit dieser Anzahl, aber Panathinaikos natürlich auch. Es war richtig, richtig gut. Panathinaikos hat leider 1-0 gewonnen. Ich hätte mich fast gefreut, wenn Aris das gemacht Ja. hätte, aber war wahrscheinlich das beste Spiel, was ich je in Griechenland gesehen Ah, habe auch. krass. Hört sich auch richtig gut an. Ja, das war es auf jeden Fall. Also es hat sich dann auch für ein Spiel gelohnt. Das Ja. war top.